Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung der Wandleranlagen von ABN für Strom im Haus. Hier haben wir eine Anlage nach THW Nord fürs Schleswig-Holstein-Netz und diese Anlage ist für 200 Ampere Dauerstrom gemacht und natürlich nicht nur nach THW aufgebaut, sondern auch gemäß der DIN VDE 0603-2-2. Und wie das Ganze unter der Haube aussieht, schauen wir uns jetzt an. So. Jetzt sehen wir, wie das Ganze unter den Abdeckungen aussieht. Hier im unteren Bereich haben wir die netzseitige Trennstelle. Ein NH2-Unterteil aus drei einzelnen Unterteilen aufgebaut zum Anschluss der Zuleitung. Unterhalb davon haben wir den Anschluss für N und PE. Darüber haben wir den Wandlerraum. Im Wandlerraum sind die Wandlerlaschen gemäß der THW-SH-Netze vormontiert und von dort aus geht es weiter zum anlagenseitigen Anschlussraum mit der anlagenseitigen Trennstelle. Hier ist ein INS 250 von Schneider Electric eingebaut. Dieser ist standardmäßig mit Kabelschuhanschlüssen ausgeführt, kann aber natürlich aus dem Portfolio von Schneider erweitert werden. Rechts und links davon haben wir jeweils die N- und PE-Klemme, um hier einfach das fünfpolige Netz an der anlagenseitigen Trennstelle anschließen zu können. Im unteren Bereich haben wir dann den APZ-Raum. Der APZ-Raum ist bereits mit der Spannungsversorgung vorausgestattet und das Bestückungspaket zum Anschluss der Netzwerkleitung ist auch im Schrank bereits enthalten. Im Wandlerzusatzraum haben wir dann die Spannungspfadsicherung und die Wandler-Mess- und Trennklemmen gemäß der THW Nord. Diese sind verdrahtet, zum einen natürlich in den Wandlerraum, aber auch an die Zählertragplatten und den FRE-Platz, um hier keine Verdrahtung mehr vornehmen zu müssen, sondern nur die Zähler und die Wandler installieren zu müssen. Bei diesem Wandlerschrank, sowie bei allen anderen Wandlerschränken von ABN und auch bei den Wandlerfeldern, ist es so, dass die Wandlerlaschen mit einem Werkzeug von vorne montierbar sind. Das ist eine spezielle Forderung aus der Wandlernorm DIN VDE 0603-2-2 und wir erfüllen diese. Im netzseitigen Anschlussraum wird direkt an das NH-Unterteil angeschlossen. Um hier mehr Platz zu bekommen und den Anschluss zu vereinfachen, gibt es die Möglichkeit, mit dem Anschlussgehäuse, dem GAC-Gehäuse, von unten in den Schrank einzuführen und dadurch deutlich mehr Raum zu bekommen, um die Leitung aufzuspleisen und dann an das NH-Unterteil heranzuführen. Der Wandlerraum und der netzseitige Anschlussraum ist abgedeckt mit einer Klarsichthaube. Die Haube ist erhöht und bietet ausreichend Platz, um die Wandler dort hier zu montieren. Außerdem ist dank der Klarsichthaube immer ein freier Blick auf die netzseitige Trennstelle und auf die Wandler gegeben, auch ohne die Abdeckung abzunehmen. So sieht man immer, sind Sicherungen eingebaut oder sind die Wandler eingebaut bzw. hat hier jemand daran herummanipuliert. Diese Haube ist wie alle anderen Hauben natürlich auch plombierbar mit der einfachen Plombierkappe. Für den Wandlerzusatzraum haben wir eine Haube, die auch mit einer Klarsichtabdeckung ausgestattet ist. Diese Klarsichtabdeckung dient dafür, dass man die Spannungspfadsicherung sehen kann. Damit kann man ohne die Abdeckung zu öffnen sehen, ob die Sicherungen eingebaut sind und ob diese in Ordnung sind. Die Haube für den APZ-Raum ist ringsum geschottet. Das ist eine Vorgabe aus der DIN VDE AR 4100 und diese erfüllen wir damit. Sie möchten noch mehr Informationen zu dieser Wandleranlage? Dann kommen Sie doch einfach auf unsere Website abn-elektro.de. Dort finden Sie den Katalog oder schauen Sie doch einfach mal in die anderen Videos rein.